Wie behandelt man eine bipolare Störung? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man unter einer bipolaren Störung leidet, dann gleicht das Leben einer Achterbahn. Depressive Episoden wechseln sich ab mit manischen Phasen. Und da geht es nicht nur um harmlose Stimmungsschwankungen, sondern es geht um schwerste Depressionen und um existenzgefährdende Manien. Wir sprechen jetzt über die geeignete Therapie. Bei mir ist Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers. Er ist Chefarzt der Klinik für affektive Erkrankungen an der Asklepios-Klinik Nordoxenzoll. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Lammers. Sehr gerne. Wie erleben die Betroffenen diese Störung, diese bipolare Störung? Also erstmal muss man den Menschen klar machen, das hat nichts mit den Stimmungsschwankungen zu tun, die jeder von uns kennt. Ja. Jeder hat ja mal einen kleinen depressiven Durchhänger und jeder ist auch mal, wenn Frühling kommt, irgendwie besonders guter Laune. Das sind wirklich tiefgreifende Veränderungen in der Emotionalität. Und eine schwere Depression, wie bei der bipolaren Störung, ist wirklich ein Zustand, wo Menschen zum Teil sich umbringen, weil sie die nicht länger aushalten. Also das muss man wirklich sehr, sehr ernst nehmen, weil das eine Stimmungstiefe ist, was mit extremer Traurigkeit verbunden ist, Hoffnungslosigkeit, Antriebsarmut. Es geht wirklich so weit, dass Menschen nur noch im Bett liegen und eigentlich sagen, ich kann nichts mehr machen, ich habe überhaupt weder Lust noch Interesse noch Antrieb. Mhm. Und der Gegensatz sind halt die manischen Phasen, wo auf einmal das Ganze umgedreht ist, man zu viel Antrieb hat, keinen Schlaf mehr braucht, tausend Ideen hat, ganz viel Gedankendrängen hat, ganz viel redet, Dinge tut, die man im Nachhinein bereut, also Verträge abschließt, weil man glaubt, wieso, ich kaufe mir jetzt den Porsche und gehört zum Leben dazu oder irgendwelche weiterführenden geschäftlichen Dinge tätigt, die sich im Nachhinein als ruinös rausstellen, bis hin zu wirklich Fremdgehen in der Ehe, weil man auf einmal eine Hypersexualität erlebt. Also es sind wirklich extreme Zustände. Ja, diese manische Phase hat jetzt zu tun mit guter Laune? Kann mit guter Laune einhergehen und die Patienten, die es als mit einer guten Laune erleben, sagen auch, ach Mensch, eigentlich vermisse ich das. Mhm. Kann aber auch mit so einer gemischten Stimmung einhergehen. Also das muss man sich so vorstellen, die Stimmung ist brüchig, also man ist ein bisschen angetrieben, aber dann ist man auch depressiv. Mhm. Aber man hat die ganze Zeit so ein Drängen, also man merkt, man hat so eine Antriebssteigerung. Und das kann wirklich zu so einem Zustand führen, wo die Menschen wiederum verzweifelt sind, weil sie auch nichts mit sich anfangen können und weil sie merken, irgendwie kriege ich auch mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Diese gemischten Zustände sind eigentlich deswegen noch sehr gefährlich für eine Sozialität, weil man dort leider Gottes dann auch häufig diesen Antrieb hat, ich bringe mich jetzt um. Also insofern sind gemischte Zustände sogar zum Teil noch lebensbedrohlicher als die rein depressiven. Ach so, weil man ja den Antrieb hat und eben gleichzeitig die negative Stimmung. Leider Gottes ist es so, dass jeder Mensch hat natürlich Hemmung vor Selbstmord. Und auch in der Depression hat man die. Aber wenn dann so eine hohe Impulsivität dazukommt, also eine Aufgeregtheit, Anspannung, Antriebssteigerung, dann kann das leider dazu führen, dass Menschen raptusartig, wie man das nennt, also ganz plötzlich den Impuls haben, ich schmeiß mich jetzt vor die Bahn. Also das sind wirklich sehr gefährliche Zustände. Ja, und nochmal zur manischen Phase. Also viele glauben ja, da kommt ihnen dann ein vielleicht zerstreuter, aber sehr gut gelaunter Mensch entgegen. Das kann ja auch mit Aggression einhergehen, oder? Mit starker innerer Anspannung? Das kann mit Aggression einhergehen, aber selbst wenn die betreffende Person keine Aggression hat, also einen Maniker an seiner Seite zu haben, also sagen wir als Ehefrau, wenn der Mann manisch ist oder umgekehrt, ist eine unfassbare Belastung, weil Sie müssen sich vorstellen, dass der die ganze Zeit einfach nur redet, aktiv ist, der ist kaum zu bändigen und Sie haben Angst, was der im nächsten Augenblick tut. Wir haben schon darüber gesprochen, dass er Geschäfte tätigt, die letztendlich sich als ruinös erweisen. Also es ist, selbst ohne Aggressivität ist es für die Angehörigen oder für die Partner ein nicht zu ertragender Zustand. Und das verläuft ja in solchen Wellen. Sind die Wellen gleich hoch jeweils und gleich lang oder sind die unterschiedlich? Also die depressiven Phasen sind, wenn man sie nicht behandeln würde, dauern ungefähr 3 bis 6 Monate. Die manischen Phasen etwas kürzer, die sind so zwischen 6 Wochen und 12 Wochen. Wie sich die voneinander abwechseln, welchen Rhythmus die auftreten, das kann individuell sehr verschieden sein.
Was typisch ist, ist, dass die Krankheitsphasen sehr früh im Leben beginnen. Also viele Menschen, die eine bipolare Störung haben, was gleichbedeutend mit manisch-depressiver Störung ist, sagen, ich hatte schon mit 16 das erste Mal so eine depressive Phase, wo ich nicht zur Schule gegangen bin. Kann sein, dass eine Zeit lang nur depressive Phasen auftreten und dann plötzlich nach der vierten depressiven Phase kommt eine manische Phase. Oder es kann auch mit einer manischen Phase beginnen, mit 17, 18, und dann kommen erst die depressiven Phasen. Also da gibt es die verschiedensten Verläufe. Ja, also gibt es keine Auslöser dafür, sondern ist das im Menschen drin? Ist das genetisch? Es ist, hat einen hohen genetischen Anteil, was aber nicht heißt, dass die Umwelteinflüsse vollkommen egal sind. Ich versuche das Patienten, ehrlich gesagt, immer so zu erklären, dass, nehmen wir mal an, Sie haben, Ihren Knochenbau ist genetisch um 20% schwächer als beim gesunden Menschen. Dann merkt man das eigentlich kaum im Leben. Aber wenn man zuerst mal Ski fährt, bricht man sich vielleicht ganz schnell ein Bein, wo man sagt, naja, der war halt 20% schwächer. Jetzt stellen Sie sich vor, der Knochenbau ist nur 50% so stark, genetisch bedingt, wie beim Gesunden. Dann reichen eigentlich so alltägliche Erschütterungen oder Belastungen, dass jemand sich einen Knochen bricht. Und so muss man sich das bei der bipolaren Störung vorstellen. Da gibt es eine deutliche, massive Veranlagung dafür, die häufig auch ohne äußere Einflüsse durchbricht. Aber man weiß, dass wenn Stressoren dazukommen, Lebensbelastung, dass das solche Phasen gewissermaßen triggern kann. Das heißt also, ich kann schon auch noch diese Störungen erst bemerken in meinen mittleren Jahren. Das kommt vor, aber in der Regel treten sie früh im Leben auf. Wenn Sie jetzt 55 Jahre alt sind oder älter und kriegen eine manische Phase, also entwickeln dann eine bipolare Störung, dann muss man immer daran denken, ob das nicht vielleicht doch etwas mit einer Gehirnerkrankung zu tun hat. Also dann würde man einen MRT-Scan vom Kopf machen, gucken, gibt es da vielleicht einen Abbau oder gibt es irgendwie atherosklerotische Veränderung oder gibt es eine Stoffwechselerkrankung. Also man kann sagen, in der Regel tritt das im frühen Erwachsenenalter auf. Naja, Sie sagten ja eben, es geht um lange Phasen. Es geht nicht nur um Wochen, es geht um Monate. Und die Abstände können auch relativ groß sein. Ja. Frage ich mich, wie diagnostiziert man das dann? Und vor allem, wenn die Person ja so jung ist, da hat die ja noch gar nicht so eine lange Geschichte. Ja, also Legeart ist nach den gängigen diagnostischen Manualen, die wir haben, ist es so, dass wenn jemand eine schwere depressive Phase gehabt hat, wo man ganz klar sagen kann, das ist jetzt kein Durchhänger gewesen, auch nicht, weil er berufliche Probleme hat, sondern wirklich eine ganz schwere depressive Episode oder Phase. Und dann noch eine manische Phase. Wenn das beides vorliegt, dann sagt man, der oder diejenige hat eine bipolare Störung, weil man weiß aus Verlaufsuntersuchungen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man wirklich zwei solche Episoden erlebt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht mehr vorkommt im Leben, dass das dann für immer quasi ausgestanden ist, ist extrem gering. Das ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen vorstellen wie so ein Diabetes von Typ 1, wo man sagt, wenn er aufgetreten ist, wird er sich wahrscheinlich nicht von alleine zurückbilden. Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Manie das der Faktor ist, der Sie daran denken lässt, oder? Denn Depressionen sind ja, glaube ich, häufiger und können auch anders erklärt werden in vielen Fällen. Also es gibt die rezidivierende depressive Störung, wo Menschen quasi nur depressive Episoden erleben. So, das ist erstmal keine bipolare Störung. Zu einer bipolaren Störung gehört diese manische Phase dazu. Und es gibt wenige Patienten, die das erlebt haben in jungen Jahren, die dann ohne Medikamente weitermachen, weil sie die nicht wollen, und die das dann nicht wieder erleben. Es gibt es, aber es ist so selten, dass man sich wirklich nicht darauf verlassen darf. In der Regel muss man davon ausgehen, dass wenn das einmal so aufgetreten ist, dann kommt das leider auch wieder. Ob in 2 Jahren, in 4 Jahren, aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder auftreten. Und die Patienten kommen zu Ihnen in dem Moment der Depression? Leider dauert es eine Zeit lang, bis die Betroffenen realisieren, ich bin wirklich psychisch krank. Das ist aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen so, dass man erstmal denkt, ja, das war eine schlechte Phase. Ja, oder die Hormone. Oder die Hormone oder Jugend, Pubertät und irgendwie so. Das heißt, es wird manchmal auch von den Betroffenen gar nicht so ernst genommen, zumal es ja dann irgendwann auch wieder besser wird. Bei der manischen Phase wiederum sagen viele erstmal, ja, wieso, ist doch toll, mir geht's gut und irgendwie so wollte ich eigentlich immer sein. In der Regel müssen die 2-3 Mal das erlebt haben und dann häufig
auch mit Nachdruck der Umwelt, also Angehörigen und Partnern, die sagen, du, das ist jetzt wirklich nicht mehr normal, du musst was tun, dann finden sie häufig zum Glück doch den Weg zu uns, also zu einem Psychiater, Psychiaterin. Und wenn Sie jetzt bei jemandem das diagnostiziert haben, also Sie sagen, das ist eindeutig eine bipolare Störung, ja. Was können Sie tun? Also man rät eigentlich allen, dass sie ein Medikament nehmen. Mhm. Und zwar erstmal ein Medikament, um aus der jetzigen Phase rauszukommen. Da stellen Sie sich vor, jemand ist in einer tiefen depressiven Phase. Das ist ein Leidensdruck, der übersteigt im Grunde genommen alles, was wir Menschen normalerweise kennen. Das ist wirklich ein quälender Zustand. Da versucht man mit dem Medikament demjenigen oder derjenigen zu helfen, da wieder rauszukommen. Wie gesagt, ohne Medikament dauert das 6 Monate. Und das kann man deutlich abkürzen, zumal das ja auch immer mit einem Selbstmordrisiko verbunden ist. Bei der Manie ähnlich, wenn jemand kommt, vollkommen außer Rand und Band ist, also nur damit man eine Vorstellung hat, es gibt Maniker, die ihre Wohnung aufräumen wollen und die aus dem 4. Stock Sachen auf die Straße schmeißen, weil sie sagen, weg damit und wieso, ich will mich neu einrichten. Ja. Wo man sagt, das ist vollkommen, also auch gefährlich, aber die müssen behandelt werden, damit die wieder so auf dem Boden langsam sich beruhigen. So, wenn das geschehen ist, muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederkommt, ist extrem hoch. Und dann muss ein Patient sich aber selbst entscheiden. Also man kann es ja nicht für einen Patienten entscheiden. Wir können nur sagen, nach allen Regeln der Kunst, nach allen Studien, empfehlen wir Ihnen, dauerhaft ein Medikament zu nehmen. Es gibt nicht wenige, die sagen, nee, möchte ich nicht. Und leider Gottes kommen die dann nach gewisser Zeit, einigen Jahren wieder, weil sie dann eben wieder eine schwere Depression entwickelt haben. Und was für ein Medikament? So, da gibt es verschiedene, was wohl die meisten kennen, ist das sogenannte Lithium. Mhm. Also ein Medikament, was sowohl bei der Manie wirkt, auch bei der Depression, aber vor allem vorbeugend. Aha, das heißt, das macht die Amplitude kleiner, ne? Die macht Aufschläge. Die Amplitude kleiner, wenn man wirklich Glück hat, so dass man sagt, eigentlich ist das so gut wie weg. Ja. Häufig aber auch nur kleiner, dass es auch erträglicher wird. Dann gibt es eine Reihe von anderen Medikamenten, die man auch nehmen kann und dann kann man die auch miteinander kombinieren, sodass ich sagen würde, so bipolare Störung ist eine der wenigen psychischen Erkrankungen, wo man wirklich sagt, ohne Medikamente hat man da eigentlich kaum eine Chance. Das ist bei anderen psychischen Erkrankungen anders, dass man sagen kann, ja, Medikament kann helfen, man kann auch Psychotherapie machen, da gibt es nicht dieses, sie sollten schon Medikamente nehmen. Problem ist natürlich, alle Medikamente haben Nebenwirkungen und das ist dann so, dass viele erstmal so ein bisschen davor zurückschrecken. Gewichtszunahme, irgendwie dann vielleicht Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Bloß, ich glaube, wenn man selbst betroffen ist und merkt, unter Lithium ist das Ganze viel besser, dann sagen viele auch, wissen Sie, diese 10 Kilo Gewicht, das ist mir ehrlich gesagt egal, weil mein Leben vorher war wirklich nur eine Achterbahnfahrt und das ging nicht so weiter. Es gibt Nebenwirkungen, wo die Betroffenen sagen, das möchte ich nicht, was vollkommen verständlich ist. Und dann kann man auch versuchen, Medikamente auszutauschen. Dass man sagt, wir setzen das Lithium jetzt mal ab und dafür nehmen wir jetzt mal das. Nur Medikamente oder auch Psychotherapie? Auch Psychotherapie. Mhm. Aber Psychotherapie weniger, dass man sagt, damit verhindert man, dass sie sowas wieder bekommen. Sondern erstens, dass die Betroffenen so Stress besser im Griff bekommen. Dass sie quasi so dieser Druck von außen abnimmt. Und ganz wichtig, Früherkennung. Also dass die lernen, wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass ich in eine manische Episode komme. Wenn ich mich morgens schwer tue, aus dem Bett zu kommen, dann kann es sein, dass sich wieder eine depressive Episode ankündigt. Sodass sie frühzeitig zum Arzt, Psychiaterin und Psychiater gehen, bevor sich diese Episode voll entwickelt hat. Weil dann kann man natürlich noch besser helfen, als wenn die Episode jetzt schon im vollen Gange ist. Mhm. Wenn ich zu Ihnen komme, die erste Zeit stationär? Das hängt davon ab. Das hängt wirklich von der Schwere der Erkrankung ab. Auch, was für ein soziales Umfeld man hat. Wenn Sie eine wirklich schwere Depression haben, und das muss man sich auch nochmal, um das sich bildlich vorstellen zu können. Ich hatte eine Patientin, die hat gesagt, ich sitze am Küchentisch. Ich weiß, meine Kinder kommen aus der Schule, ich muss Essen kochen. Vor mir liegen die Spaghetti. Ich schaffe es nicht, den Kochtopf zu tun. Ich habe so eine Antriebsstörung, ich sitze da ganz apathisch. Also wenn das so weit ist, dass man eigentlich sagt, ich kann auch gar nicht mehr für mich selbst richtig sorgen, dann kann eine Klinik wirklich extrem hilfreich und erleichternd sein. Es gibt andere Patienten, die sagen, naja, das geht noch zu Hause, aber die man dann quasi ambulant behandelt.
Insofern, beide Möglichkeiten stehen am Laufen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!